Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Evoland 2. Nach einem anstrengenden Abend, einem anstrengenden Arbeitstag bei McDonald's, sollen wir eigentlich ins Inn zurückkehren. Ich will aber gucken, ob wir nicht vielleicht noch irgendeinen Job erledigen können, der einfach nachts nur funktioniert. Oder generell auch nachts funktioniert. Ich will hier nicht schlafen, wir haben gerade erst Geld verdient und sollen schon wieder ausgeben. Nein, Moment, du bist die Falsche. Mit dir wollte ich gar nicht reden. Lass mich, danke. Ja, mit dir wollte ich reden. Nein. Müssen wir wirklich? Das kostet uns 50. Ach, nö. Oh Gott sei Dank. Dankeschön. Puh. Wenn es kostenlos ist, auch wenn hier alles Mögliche kreucht und fleucht. Gott sei Dank, die Nacht war kostenlos. Tja, machen wir jetzt den Marktdienst. Ich kann mir schon denken, was die gute Frau von uns will. Irgendwelche Sachen sollen wir farblich sortieren. Oder Kinderhüten. Probieren wir mal Kinderhüten. Also wenn sie uns schon so fragt, dann ist das bestimmt kein lustiger Job, aber wir machen es trotzdem. Ich wollte immer Astronaut werden. Ja, gut, aber wobei Kindererzieher war eigentlich auch so hin und wieder doch der Job, den man sich vorstellen konnte. So, ich werde dann auch gleich wieder die Dialoge vorlesen. Das wurde ja in der Abstimmung so aktuell, jedenfalls ist der Stand so festgelegt. Ich hole mir kurz noch mal ein bisschen Gold. Ach, hier komme ich ja gar nicht lang. Ich und meine Orientierung schon wieder. So, Kinderhüten. Gute Frau. Ups, Entschuldigung, falsche Taste. Willkommen im Waisenhaus von Genua. Wir nehmen uns all der Kinder an, die ihre Eltern im Krieg und anderen Katastrophen verloren haben. Das erfordert pausenlosen Einsatz. Jeden Tag, jede Stunde. Und warum durfte ich dann hier nicht in der Nacht arbeiten? Wie kann ich jetzt meinen Dienst verrichten? Vielleicht kann sie mir das sagen. Ich ruhe mich nur kurz aus. Oh, ich hoffe, sie lasst mich in Ruhe. Oh, ihr seid das neue Mädchen? Ihr seid meine Rettung! Naja, ich schätze, ihr wisst, was zu tun ist. Dann überlasse ich euch die Aufsicht. Viel Glück. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Endlich frei! Huhu, Kinderchen! Wollt ihr spielen? Lasst uns Verstecken spielen! Klasse! Ich weiß das beste Versteck! Ich mag nur Computerspiele! Oh ja, cool! So war der Plan aber nicht. Gab es hier einen Computerladen? Nee, ne? Wo können die sich denn überall verstecken? Oh. Oh, da war Geld drin, ne? Kann ich sehen, wo sie sich verstecken? Also lugt da immer irgendwas hervor oder können sie sich wirklich als alles Mögliche tarnen? Ja, Moment, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, weil das hatten wir ja alles schon. Also die eine meinte, sie weiß ein tolles Versteck, doch hoffentlich nicht hier. Ich gehe da auf keinen Fall nochmal hinein, ich hasse Ratten. Ja, aber da könnten die Kinder sein. Ich meine, das ist eine offene Tür.
Okay, im Gras verstecken sie sich schon mal nicht. Ich weiß halt nicht, soll ich jetzt alles absuchen oder lugen die irgendwo hervor, dass ich sehen kann, dass sie da sind? Okay, wir hätten hier in der Nacht reingekonnt. Das habe ich schon wieder gar nicht auf dem Schirm gehabt. Oh, man kann sie sehen. Okay. Ihr habt das echt drauf, Fräulein. Warst du nicht derjenige, der Computerspiele mag? Warum bist du hier beim Versteckspielen? Aha. Ich weiß genau, dass ihr mogelt. Nein. Ich mogel eigentlich nicht. Ich habe hier nur ein sehr weites Sichtfeld. Die Frage ist, verstecken sie sich nur draußen oder auch drin? Also wir haben jetzt zwei draußen gehabt. Gut, hier nicht. Hier sehe ich auch keinen. Und hier kann ich eh nicht rein. Dann müssen die draußen sein, schätze ich mal. Drei fehlen uns noch. Mal hier nochmal. Auch des Geldes wegen. Oh, ich mag die Musik. Moment. Warum versteckst du dich hier? Oh nein! Wie habt ihr mich gefunden? Ich habe hier gearbeitet. Ich habe hier gearbeitet. Okay, sie können also auch in den Häusern sein. Das heißt natürlich wieder... in welcher Hütte war ich denn noch nicht? Ich glaube, hier in der Residenz war ich noch nicht, ne? Wer gehört hier hin? Hörst du hier hin? Ja, okay, du bist eindeutig das Kind dieser Eltern. Hier versteckt sich also keiner. Hier waren wir schon drin. War ich hier drin? Ja, hier war ich drin. Okay, ich hätte vielleicht schlauerweise doch... Ah, ich habe gerade eins gesehen bei Herr Schlammassel. Ich hätte schlauerweise vorher doch in Reihenfolge vorgehen sollen. Ach halt, da muss ich ja ins Innen rein und dann von innen durch die Tür. Zwei fehlen uns noch. Ach, da oben war auch eins, oder? Jetzt schon? Habt ihr etwa Superkräfte oder sowas? Da ploppt ihr einfach weg? Nur weil ich im Weg stand? Ich weiß das beste Versteck aller Zeiten. Das Inn? Ich weiß jetzt nicht, ob das beste Versteck aller Zeiten ist. So, alle wieder da. Gott sei Dank. Dafür werdet ihr bezahlen. Ich muss mal. Nächstes Mal findet ihr mich nicht. Ihr seid ja so cool. Kommt uns gerne jeden Tag besuchen. Seid ihr in Ordnung? Wie ist es gelaufen? Die haben sich doch hoffentlich benommen. Schon wieder. Aber ich muss sagen, ich habe sie vermisst. Hier, das ist für euch. 80 Gold. Yay. Danke für eure Hilfe. Kommt gerne wieder. Ja. Ich glaube nicht. Ich meine, das Versteckspiel war gar nicht so schlimm. Was? Schon wieder Abend? Nein, oh Gott. Die lassen uns doch vermutlich nicht nochmal kostenlos dort schlafen, oder? Gott sei Dank. Ja, wir bleiben.
Bisher hat uns keine Ratte angeknabbert, das ist gut. Ja, da bleibt ja nur noch die Magd in der Residenz de la Mare. Huch, jetzt ist das plötzlich alles klein geschrieben. Verliert nicht die Fassung. Das ist das letzte Mal, dass ich mich freiwillig melde. Solche Sachen sollte Menos übernehmen. Ja, nee, ich weiß nicht. Hier in diesem Zeitalter wird doch noch Krieg gegen Dämonen geführt. Ich glaube, Menos sollte das gar nicht machen. Sonst haben wir sehr schnell die Wachen am Hals. So, ich glaube, das hier war Frau de la Mare. Ah, da seid ihr ja endlich. Ihr habt gerade erst angefangen und schon seid ihr mit eurer Arbeit im Verzug. Und was tragt ihr da überhaupt? Eine unverfrorene Beleidigung des guten Geschmacks. Zieht erst einmal das hier an. Verwandlung! Was? Was zum Henker soll das für eine Aufmachung sein? Wagt es nicht, diesen Ton mit mir anzuschlagen. Ihr habt die Stelle schließlich angenommen, oder etwa nicht? Dann tut, was ich euch sage. Das ist eure Uniform. Wenn sie euch nicht gut genug ist, wisst ihr, wo die Tür ist. Wie ich sehe, seid ihr zur Besinnung gekommen. Und jetzt serviert meinem Gatten seinen Tee. Jawohl, wir servieren Tee. Das ist vermutlich der Herr Gatte. Ach, wie gern hätte ich eine Tasse Tee getrunken, aber es ist keiner übrig. Seid so lieb und holt welchen bei Fräulein Rasers Laden? Ihr seid reich. Hattet ihr nicht einen Teeservier in irgendeiner Truhe? Ihr hattet doch... Ah ne, das waren die Bademäntel. Hier war doch irgendwo Tee. Ja, hallo? Ach so. Ja, der Tee selber zum Trinken fehlt natürlich. Stimmt. Das Teeservier ist da. Fräulein Rasers... Oh, ich kann die Büsche nicht hauen. Okay, Fräulein Rasers Laden. Was möchten wir kaufen? Wir wollen Tee kaufen. 25 Gold, okay. Ganz schön teurer Tee. Riecht gut, aber der Geschmack... Na gut, Tee ist halt Geschmackssache. Es kommt drauf an, was wir jetzt geholt haben. Schwarztee, Kräutertee, Früchte. Ich bin ja ein Fan von Früchtetee. Halt, dem Mann sollte ich ja Tee servieren. Verzeihung. Danke für den Tee. Oh, wie ärgerlich. Mir ist der Zucker ausgegangen. Werd ihr so nett und geht welchen holen? Danke. So viel dazu, wir können das Wechselgeld behalten. Das Wechselgeld wird jetzt für den Tee drauf gehen. Na, soll ich gleich den Whisky kaufen? Er wird doch jetzt bestimmt einen Schuss Whisky haben wollen. Grundnahrungsmittel für alle Kinder? Oh Gott. Die Altersangabe stimmt aber so nicht. Ah, danke für den Tee. Und sogar an Zucker habt ihr gedacht. Ihr habt mich dazu aufgefordert. Ich sollte doch Zucker mitbringen. Danke, wie nett von euch. Gluck, 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 gluck. Das war gut. Vielleicht ein bisschen Fahrt. Ich bin sicher, das könnt ihr besser. Seid so lieb und holt etwas mehr. Und behaltet das Wechselgeld nur. Okay, also nochmal Tee und Zucker. Wir haben ja das Wechselgeld behalten. Sollen wir gleich mal, weil er gesagt hat, es ist etwas Fahrt, sollen wir dann einen Schuss Whisky reinmachen? Das soll jetzt hier keine Alkoholverherrlichung werden, aber es gibt hier Whisky zu kaufen. Ich vermute mal, er will keine Waffen in seinem Tee, also wird er Whisky haben wollen. So, 15. Wir haben eigentlich nichts übrig.
Aber er hat gesagt, fahrt im Geschmack, also Whisky her. Was? Was? Moment mal, der Tee kostet 25 und Whisky nur 15? Sollte Whisky nicht sehr viel teurer sein als Teeblätter? Ihr habt auch Whisky? Keine üble Idee. Sagt aber bloß meiner Frau nichts davon. Gluck, 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 gluck. Und da ist er weg. So viel Whisky war doch da gar nicht drin. Ah, mein Gatte ist eingeschlafen. Sehr gut. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Jetzt zu etwas Wichtigerem. Warum, glaubt ihr, brauche ich euch wohl? Die Kinder hüten? Ja, das Haus putzen? Davor hat sie eigentlich welche? Aperitif servieren? Glaube ich eigentlich auch nicht. Wovon redet ihr? Ah, das sollte mich nicht überraschen. Seid ihr wirklich so einfältig? Ihr wisst wohl nicht, dass die wichtigste Aufgabe der Magd das Verbreiten von Gerüchten ist. Das dürfte doch hinreichend bekannt sein. Aber wenden wir uns der eigentlichen Aufgabe zu. Die Gerüchteküche brodelt. Man behauptet, dass das Quiz Werdet Millionär, das mein Gatte mehrfach gewonnen hat, manipuliert wird. Diese Gerüchte gilt es umgehend im Keim zu ersticken. Natürlich lässt sich das am besten durch ein Gegengerücht einrichten. Aber es ist Eile geboten. Jede Minute zählt. Geht und verbreitet das Gerücht sofort in der Stadt. Eure Belohnung wird sich nach der Anzahl der Leute richten, die ihr überzeugt. Uah! Oh Gott, die Zeit läuft ja schon. Hier, halt, stehen bleiben, ich hab ein Gerücht. Alle träumen von Wer wird Millionär? Naja, wenn man es so sieht. Hier drüben war doch noch jemand. Hier lief doch immer eine Frau lang. Gute Frau, wo sind Sie? Ihr habt recht, Werdet Millionär steht allen offen, ob reich oder arm. Ihr habt recht, Werdet Millionär steht allen offen, ob reich. Okay, sie sagt dasselbe. Hier, Wache! Oh. Okay, die sagen alle dasselbe. Also bei den Wachen brauchen wir es gar nicht versuchen. Zauberer sind schweigsam. Ihr habt recht, Werdet Millionär steht allen offen, ob reich oder arm. Okay, ich spare mir das Vorlesen. In dem Inn sind noch ganz viele Leute, die können wir noch überzeugen. Was? Auf dem schwarzen Sand? Ihr seid es? Mein Engel? Was? Was? Umsonst suchte ich auf dem Grund eines jeden Glases in jeder Taverne weit und breit nach euch? Was? Endlich werden meine Mühen belohnt? Ihr habt ihr ein Geschenk, das ich schon lange hüte. Für euch. Danke, 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 dass ihr mich aufsucht. Es geschehen doch noch Zeichen und Wunder. Ach, noch ein Schnaps, Herr Wirt. Der Vetter des Onkels eurer Schwiegeroma hat Werdet Millionär gewonnen? Habt ihr ein Glück? Ich weiß nicht, ob die Zeit weiterläuft, während ich rede, deshalb. Okay, bei ihr kann ich nichts sagen. Hast du mit dir schon versucht? Okay, die haben wir. Die hatten wir schon. Also ich glaube, die Zeit läuft nicht weiter, während ich den Dialog offen habe.
Also ich hätte vorlesen können, aber die Dialoge wiederholen sich tatsächlich. Oh Gott, soll ich den Kindern echt... Ich mach's einfach, oder? Es wird gewertet. Es sind Personen, die ich überzeugt habe. Glücksspiel kann süchtig machen. Nichts für Kinder. Auch wenn werdet Millionär, weiß ich nicht. Ich zähle jetzt einfach mal zu Glücksspiel. Was? Nein, ich will nichts kaufen. Ich wollte dich nur vom Glücksspiel überzeugen. Also nicht vom Glücksspiel, vom Millionär meine ich. Na, schaffen wir den noch? Hui. Jetzt ist die Frage, wie viele haben wir überzeugt? Manche waren ja so, so kann man das auch sehen. Ist das ein Überzeugen? Ihr habt 31 Leute überzeugt. Das ist nicht übel. Oh, hier habt ihr eure Belohnung. Okay. 165. Wir hätten das mal gleich machen sollen. Oh ja, es ist schon Abend. Wir kehren ins Gasthaus zurück und sind immer noch in unserem Kostüm. Ich kann die Büsche immer noch nicht zerschlagen. So, dann gehen wir mal schlafen. Das kostet ja Gott sei Dank nichts. Und willkommen am nächsten Tag und wir haben theoretisch alle Jobs erledigt. Dann gucken wir gleich mal, was die gute Maid da drüben noch vor uns hat. Sie hat ja noch ein Ausrufezeichen. Ansonsten gucken wir mal, was Herr Schlamassel zu sagen hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.